Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Wild West, Größe 4x4. Und ja, es ist direkt die nächste Folge. Ich habe die andere gerade fertig geschnitten und gerendert. Und dann dachte ich mir jetzt, vor der Kranke käme es, also ich muss so in circa 20 Minuten los. Sagen wir 30. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber das sollte ja gar kein Problem sein. Hab mir extra nochmal so eine 4x3 Map genommen. Hatte ich gerade. Hallo? Ich krieg gerade nichts gebacken. Hatte ich gerade Bock drauf. Wenn du schreibst, das schaffen wir, dann wird das mit einem S geschrieben, mein Lieber. Weil das ein Artikel ist. Aber macht gar nichts. So. Da stehen die beiden. Wenn ihr so weitermacht, dann schaffen wir es nicht. Achso, sie equipen sich erst. Das sind mir doch die Liebsten. So, ich bräuchte vielleicht Hilfe beim in die Mitte bauen, das wäre cool. Letztes Mal hat Team Gelb ja ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche Map das war. In welche Map habe ich eben nochmal gespielt? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Gute Frage, welche Map wird das? Cube World. Cube World ist aber auch eine tolle Map. Das lag, glaube ich, nicht an Team Gelb. Das lag an der tollen Map. Und an mir. Weil ich habe das ganze Spiel quasi gemacht. Ich habe zwei Betten zerstört und 8 Spieler getötet, glaube ich. Nice, Torb. Du kannst stolz auf dich sein. Okay, wir sind jetzt gleich in der Mitte, hoffe ich. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Alter. Nice, Torb. Hat gut gemacht, hast das. Bist hier im Alleingang in die Mitte gegangen. Hochbauen ist nichts. Hä? Ach da. Hochbauen ist sowieso nichts für uns. So brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ich hole mir den schnellen Bogen, damit keiner zu uns kommt, weil wir uns eben nicht hochgebaut haben. Das ist, glaube ich, in dem Fall sehr wichtig, weil wir die dann halt weg spammen können. Na. Spielen auch ein bisschen dumm. So, Team Grün hat mal wieder einen Spieler weniger. Das ist Einsatz auf jeden Fall. Okay, da baut sich einer von uns hoch und da baut sich einer von den Gegnern. Ich brauche echt wieder Optifine, Alter. Ich raste aus, ohne Spaß. Darum muss ich mich echt mal kümmern. So kann das schließlich nicht weitergehen. So, Mr. Jukebox, MC Jukebox, legt schon ziemlich gut los hier mit dem ersten Kill in dieser Runde überhaupt, glaube ich. Gratulation. Ich habe auch noch 2 Gold. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mit dem machen soll. Deshalb brauche ich... Ne, gelb sind wir, das passt. Der darf kommen. So, okay, jetzt holen wir uns hier noch den Stuff. Und dann noch das. Zack. Und dann begebe ich mich wieder in die Mitte und guck mal, ob ich da ein bisschen halten kann. Ne? So, jetzt sind wir mal equipped. Anders als in der letzten Folge, da waren wir nie equipped. Jetzt sind wir equipped. Doch, am Ende waren wir in der letzten Folge equipped. Das weiß ich noch. Als ich die beiden Blauen getötet habe. Ihr wisst Bescheid, ich weiß das. Zack. Ja, ciao. Mach's gut. Irgendwie sind alle so ein bisschen langsam, würde ich sagen. Also unsere Gegner. Oder alle irgendwie. Hä? Was machen die denn die ganze Zeit? Die haben noch nicht mal ihren Weg vollendet. Und vor allem drehen die immer auf der Hälfte um. Das ist richtig süß. Ah, so. Grün bleibt erstmal hinten. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil es Team Grün ist. So, jetzt sieht er, dass ich komme. Geht rückwärts zurück. Junge, Junge, dreh dich doch dann wenigstens komplett um. Egal, bleib da stehen. Juckt mich nicht. Hauptsache, du brauchst nicht deinen Weg weiter. Ich farm jetzt hier erstmal Gold. Zack. Die hat einen Bogen. Warum hat die einen Bogen? Oh, ho, ho. Es hat kurz auch gelaggt. Fand ich nicht allzu doof. Jetzt hat die auch schon das Spiel verlassen, Leute. Was ist denn los mit euch? Aber na egal, wenn ich so eine schöne Runde zusammenkriege, soll es mir recht sein. So, ich fände es nur ganz nett, wenn jetzt tatsächlich einer in die... Oh, stark. Wenn der jetzt von mir getötet wurde, dann war es... Ah, ich wollte schon sagen, okay, so ist gut. So ist okay. Jetzt sind wir zu dritt in der Mitte. What the fuck? What the fuck? Alter, was ist das denn? Alle sind nur noch zu zweit. So, jetzt einmal kurz ein bisschen Concentration hier.
Warum hat die so ewig viele Hits gebraucht? Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich hätte die gar nicht töten müssen, die haben eh nichts eingebaut gehabt. Und hätten keine Zeit gehabt, mich zu killen. Jetzt rennen die beide in die Mitte. Was ist das denn schon wieder für eine Taktik? Ich verstehe es nicht. Hi. Bleib weg von mir. Du kickst mich nicht. Ich habe zu gutes Equip dafür. Huiuiui. Tut mir leid, da muss ich ein bisschen serious dran gehen. Weil ich hatte ein bisschen Angst, dass sie sich opfert. So, okay, erstes Team haben wir. Leute, das ist mein Job hier, okay? Ich mach das. Ich gehe von einem Team jetzt zum nächsten. Die sollten ja alle keinen Bogen haben. Das ist chillig. Ihr equippt euch alle mal schön weiter, bitte. Und ich mach den Rest hier. Wenn das für euch okay ist. So. Okay. Ich habe echt nicht viele Blöcke gerade, fällt mir auf. Ist doof. Vor allem, wenn der jetzt kommt von hinten. Puh, er kam nicht. Glück gehabt. Blöcke bräuchte ich, damit ich mich hochbauen könnte. Und einfach alles überspringen könnte. Das wäre cool. Okay, Tschüss Nummer 1. Und Nummer 2 juckt eh nicht, was gerade hier alles passiert. Also gehe ich einfach hoch. Baue das Bett ab. Alles klar. Huh. Oh Gott. Huiuiui. Da musste ich kurz ein bisschen rum. Alter, Lel. Lel. What the fuck? Ich war gerade ein bisschen abwesend. Irgendwie schreiben alle immer Nicer Dicer. So hieß es doch Bergmann und Delay, oder? Die haben noch. Nee, Bergmann und Sergeant Maxim war, oder? Ja, ja. Team Nicer Dicer. Irgendwie ist es jetzt voll der Trend geworden. Ich weiß natürlich auch, was das in Wirklichkeit war. Den Nicer Dicer, wer kennt ihn nicht? Huhu. Das war gefährlich. Oh, ja, das war's. Das war gefährlich und das war's. Ich habe keine Blöcke mehr. Was erwartet ihr? Gut, ich wollte jetzt gerade schon sagen, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr keine Blöcke habt. Ihr habt die ganze Zeit gar nichts gemacht. Okay. So. Vorsichtig rangehen am Arsch. Wir gehen offensiv ran. Er denkt sich jetzt, oh nein, die kommen ja. Richtig gesehen. Aber jetzt ist es leider zu spät. Er kämpft auch gar nicht. Er stellt sich in seinen Kamin rein und macht nichts. Okay. Irgendwie leckt er. Irgendwie legen die. Was tun die bitte hier? What the fuck haben die hier gebaut? Was zur Hölle ist das denn? Hex, ja, absolute Hex haben die an. Oh Gott. Erstmal das Bett finden, Torben. Dann kannst du, weiter schreiben. Hoffentlich wird er jetzt getötet, schade. Ich wollte mir noch die letzten Kills holen. Hier ist doch einer, du Sackgesicht. Lol. Oh, er hat getrickst. Komm, du. Wow. Habe ich ihn getötet? Nein, habe ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war, Leute. Ich habe gar nicht viel geredet, habe ich das Gefühl irgendwie. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass einfach, keine Ahnung, wo Schluss war. Ich, keine Ahnung. Naja, ihr Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte einfach noch eine Runde aufnehmen. Jetzt habe ich das getan und ich habe noch genug Zeit, um mich jetzt vorzubereiten und dann gleich loszufahren. Ich muss mir nämlich noch was anderes anziehen. Ich habe noch Jogginghose an und so. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr doch auch gerne abonnieren. Das ist kostenlos und dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn wir was Neues hochgeladen haben. Warum leckt es hier immer, wenn ich in die Scheißmitte renne? Müssen dann so viele Chunks geladen werden? Ach du Kacke. Dann machen wir die Verabschiedung jetzt so. Oh, das ist doch wunderbar hier. So. Ja, Leute, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch morgen wieder rein, wenn es wieder heißt Minecraft Bad Wars mit Torben. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.